Hallo und herzlich willkommen zu einem Beitrag, der sich mit der Historie von Musik in allen Räumen, genau, von Multiroom beschäftigt. Musikgenuss. Musikgenuss. Ja. Das, also überhaupt Musik im Haus. Und wir haben jetzt mal gedacht, wir zeigen euch mal, das wird dir den wenigsten klar sein, was sich eigentlich getan hat, Michael. Ne? Ja, genau. Was technisch möglich ist und wie man es eigentlich früher gemacht hat oder wie es manche heute noch machen. Wo kommt die Musik her? Ja, was heißt, du meinst das Uhrenradio oder so in der ja, Küche? Ja, zum Beispiel. Das Uhrenradio in der Küche oder der Ghetto Blaster im Wohnzimmer, im Kinderzimmer. Da kommen wir eigentlich gleich mal zu einer Geschichte. Oh, jetzt muss ich echt hier mal was herheben. Also wer von euch diesen Ghetto Blaster noch kennt, der weiß ja, wie das war, als man von Raum zu Raum das Teil mitgenommen hat. Ne? Oder man hat es ja dann irgendwie schon irgendwie in diese Richtung hier gemacht. Ne? Man ist ja so rumgelaufen, oder? Ja. Und würdest du jetzt so durchs Haus laufen wollen, Michael? Würdest du das? Eher wenig. Also das war ja Multiroom 0.0. Man hat früher in einem Haus oder in einer Wohnung hat man die Musik mit genau sich rumgetragen. Ja, und es gab mehrere CD-Spieler, Uhrenradio, Stereoanlage im Wohnzimmer. Vielleicht kennt man ja noch von früher die tollen Technics-Anlagen, wo dann Tuner war, CD-Spieler, Schallplatte und dann auf der Verstärker. Genau. Und das war so ein bisschen so das Zeichen, was man eigentlich hatte, ne? Was man... Man hat sich was angeschafft. Stimmt, ja, genau. Das war so Statussymbol. Ja. Ne? Und es war, je größer das Reck war, desto mehr hat es gekostet. Und den stelle ich jetzt gleich mal wieder nach hinten, weil der, genau, hat ja richtig Geld gekostet. Ja, aber der hat auch schon viele Funktionen gehabt. Also wir haben unten haben wir zwei Kassettendecks, oben die CD und hinten haben wir die Antenne für das Radio. Ja, das kann man mal so zeigen. Genau. Ne? Das heißt, und? Ja, gut. Und der hat eine Fernbedienung. Und die Fernbedienung. Hier. Genau. Das heißt, man hat auch schon von der Couch nicht mehr aufstehen müssen. Also das war schon gar nicht mal so schlecht für die damalige Zeit, muss man sagen. Und was du jetzt nicht siehst, dass ich ja wirklich zu kämpfen habe, das Ding zu halten, ne? Also das ist schwer. Ja, am Gewicht hat sich ja nicht so viel getan. Das haben wir ja in unserem Unboxing von PVA auch gesehen, dass der richtig schwer war. So, und ich glaube, dass wir müssen unseren Zuschauern mal nahe bringen. Wir sitzen heute, ne? Wir wollen, es ist einfach zu heiß, dass wir uns bewegen. Ne? Ja. Wir wollen mal euch nahe bringen, was es eigentlich bedeutet, heute im Haus Musik zu haben. Ne? Genau. Das wollen wir nicht mehr. Nee. Was hast du denn da noch mitgebracht? Da ist jetzt ein bisschen moderner. Das ist jetzt ein Internetradio. Man sieht, das ist schon kompakter. Braucht eigentlich Strom, WLAN oder Netzwerk. Und dann kann man hier oben seine Radiogeschichten machen. Was kannst du hier oben machen? Ja, da kann man Sender vorprogrammieren. Also Lautstärke, Bedienung halt, und dann kann man halt 5 Senderplätze bedienen. Und dann hier kann man auch nochmal Lautstärke verstellen und so weiter. Und gibt auch App-Steuerung dafür. Das heißt, das ist so ein bisschen, ja, die nächste Evolutionsstufe. Internetradio. CDs sind eigentlich mittlerweile weggefallen. Hatten wir hier noch? Genau, in, ne, großen Teilen. Muss man echt mal zeigen. Ja. Ne? Gut, das sieht man wahrscheinlich jetzt nicht. Es gibt schon immer noch Audio-Liebhaber, die große Sammlungen haben oder so. Genauso mit der Schallplatte. Also das sind schon noch Quellen, mit denen man sich beschäftigen muss. Aber ich sage mal, in der breiten Masse ist es jetzt eigentlich nicht mehr so aktiv, weil man auch über das Internet eben hochwertige Qualität vom Ton her bekommt. Also deutlich höher wie zum Beispiel das FM-Radio. Also wenn die Quelle im Internet passt, da gibt es ja auch Unterschiede. Die Internetradios waren ja auch nicht mit voller Bandbreite gestreamt. Also das ist für dich jetzt schon ein bisschen 0.5, ne? Ja, genau, so hätte ich es jetzt eigentlich auch getitelt. 0.5? Ja, ich hätte es tatsächlich 0.5 getauft, weil das sind lauter Standalone-Geräte. Das heißt eigentlich der Ghetto Blaster mit Radio, ohne CD, ohne Kassette, weil es eigentlich kaum noch verwendet wird in der breiten Masse. Aber Internetradio und so Geschichten. Und statt der Fernbedienung gibt es jetzt halt dann das Handy als Remote. Ist aber überhaupt nicht vernetzt. Was man dazu sagen muss, hier hatte ich vielleicht 20 Sender, ne? UKW. Ja, genau. Oder sowas. Ja. Ne? Das Band war ja begrenzt. Ja. Hier habe ich dann schon 200, 2000 gehabt. Hm? Ja, so um den Dreh. Was halt die Internetradio, es gibt ja auch da Plattformen, die Internetradios sammeln, was die halt hergeben. So, jetzt haben wir die
verschiedenen Varianten nochmal euch gezeigt. Wir haben hier den Musik in allen Räumen 0.0. Wir haben hier den 0.5. So, und jetzt zeigst du nochmal den 1.0. 1.0, ja. Da sind wir jetzt wirklich beim Multiroom, deswegen 1.0. Sonos oder Denon-Heos oder Raumfeld, wie sie denn alle heißen. Wir haben jetzt hier. Also, du kannst doch nochmal sagen, Sonos? Ja, es gibt ja mehrere Systeme. Sonos ist bekannt, dann gibt es von Denon gibt's das Heos, dann von Teufel gibt es Raumfeld, dann gibt es eine Yamaha. Gibt ja viele mittlerweile. Es gibt auch, ja, also das sind jetzt halt HiFi-Hersteller. Es gibt auch eigenständige Hersteller, so wie Sonos oder andere. Das zeichnet jetzt eigentlich das aus, dass sie die Musik im ganzen Haus verteilen kann. Das ist jetzt zum ersten Mal Streaming, ne? Das ist Streaming über WLAN oder LAN, genau. Wir haben jetzt bloß an dem ist unten noch Akku mit dran, das heißt, den könnten wir auch in den Garten mitnehmen. Normal geht es nur bis hierher. Ist eine Box, die eigentlich dann nur übers Handy bedient wird. Vielleicht zeigen wir die nochmal so, dass ihr das mal seht. Haben wahrscheinlich viele von euch schon im Einsatz. Ja. Sowas, ne? Das ist ja noch Stand der Technik. Ja, ich sage jetzt gerade noch. Ja, es ist halt nicht vernetzt. Es ist Standalone. Also es ist halt Multiroom. Bedienung ist vom Handy oder was auch immer. Genau. Kann man jetzt mit der Haussteuerung überhaupt nicht in Verbindung bringen. Es gibt Gateways. Doch, es gibt Gateways, aber die haben natürlich bei weitem nicht die Möglichkeit, auch mit unterschiedlichen Quellen. Aber da kommen wir dann jetzt beim 2.0, kommen wir dann dazu. Ist ja ganz schön schwer auch, ne? Ja, es ist jetzt einmal unten der Akku, der wiegt natürlich schon einiges. Aber der Lautsprecher selber ist schon auch richtig. Doch, hat schon Gewicht. Und es ist Qualität. Ja, es ist auch optisch nicht schlecht. Ja, und jetzt schauen wir uns doch mal 2.0 an, ne? Genau. So, was haben wir hier? Okay, das sind Lautsprecher jetzt, ne? Ja, genau. Ein Deckenlautsprecher, ein Riesenteil. Ja, wir wollen ja auch ein bisschen Musik rausbringen. Wir haben hier den Deckenlautsprecher mit einem Anschluss für den Verstärker. Mhm. Das ist das gleiche so, hier ist die Decke. Mehr sehe ich im Raum nicht. Den sehe ich gar nicht. Na, minimal, was sind das? 3 mm? Ja, lass es 5 sein, maximal. Ja. Ne, sowas. Steht von der Decke raus und alles andere hinten, wir haben jetzt bloß ein kurzes Kabel, geht dann mit dem Kabel in der Decke. Es gibt einen Wandlautsprecher, wir haben jetzt halt mal einen Deckenlautsprecher. Geht in den Technikraum. Vielleicht müssen wir das unseren Leuten jetzt nochmal zeigen. Früher war der Kassettenrekorder oder das Küchenradio im Raum. Und das ist jetzt das Küchenradio an der Decke oder an der Wand. Genau. Oder das Internetradio oder der CD-Spieler oder was auch immer. Weil unten im Netzwerkschrank steckt. Oder wenn die Leitung zu lang ist, ja, wir können sie einstecken, das passt. Deswegen habe ich kurze Leitungen genommen. Genau. Steckt der und ist der Zuspieler. Steckt der dann so drin. Und die ganze Geschichte sieht zwar jetzt auch sehr schön hochwertig aus, könnte man eine HiFi-Rack stellen. Stellen sich vielleicht auch einige. Ja, es kommt auf die Leitungswege drauf an von den Lautsprecher. Aber das ist immer Detailsache. Aber alles andere ist unsichtbar. Also das finde ich schon eine sehr tolle Lösung, auch für wieder das Thema Ästhetik, ne, Design. Genau. Dass ich, das Küchenradio gab es ja früher auch, das irgendwie so unter der Küchenzeile ja, war. Ja, genau. Ja, es gibt ja auch von Sonos oder von Denon, gibt es ja auch Geräte, die Deckenlautsprecher ansprechen können. Mhm. Aber warum 2.0? Das ist vielleicht wichtig. Wir können es mit dem Gebäude bedienen. Das heißt, es ist nicht mehr Standalone, sondern es ist komplett in der Gebäudevernetzung ist das mit angebunden. Das heißt, ich kann vom Lichtschalter kann eine Szene abrufen und es geht die Musik mit ein. Und vor allen Dingen, es geht eine ganz bestimmte Musik an. Du kannst Playlist abrufen, du kannst einen bestimmten Sender wählen. Das ist ja, was alles früher gar nicht ging. Ne? Genau. Bei 1.0 ging das nicht. Nö, da hat man immer die App nochmal separat rausholen müssen. Genau, also man kann schon sagen, dass... App gibt es hier auch dafür, klar. Ist ja, wie die Punkte sagen, historisch gewachsen. Aber das Schöne ist eben, dass es komplett vernetzt ist. Genau, das finde ich auch toll, dass man also die Musik je nach Geschmack
mit der Gebäudetechnik in Verbindung steuern kann. Genau. Das kann Licht sein, das kann Jalousie sein. Jalousie, Raumtemperatur, genau. Lüftung. Lüftung. Ist ein richtiges Ambiente, was ich per Knopfdruck abrufe. Man kann theoretisch auch Fensterkontakte, irgendwas ansteuern lassen. Also wie gesagt, das ist in der kompletten Gebäudevernetzung drinnen. Das ist dann hinterher nur noch eine Einstellungssache. Der gefällt mir trotzdem noch hier. Ja, klar. Okay. Das war mal ein Beitrag zur Historie. Genau, von Multiroom bzw. Musik allgemein. Musik in allen Räumen. In allen Räumen. Ihr könnt euch entscheiden, wollt ihr euch jetzt 0.0, 0.5, 1.0, 2.0, ob ihr das wollt. Genau. Und Musik in allen Räumen ist ein wesentliches Thema auch beim Hausbau. Ja. Also bei der Konzeption, Planung solltet ihr auf jeden Fall mit einplanen. Also bei dem braucht ihr nichts planen. Da auch noch nicht. Wenn es eigentlich nur hier, genau. Wenn es der versteckte Lautsprecher sein soll, dann ist es wichtig in der Planungsphase, das zu berücksichtigen. Sagen wir mal vielen Dank genau. Für das Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Das Thema Multiroom beschäftigt uns noch lang. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.